Willkommen zu einem weiteren Video der Berufsschule 7. Ich habe mit diesem Video eine neue Reihe gestartet und in dieser Reihe soll es um Datenbanken gehen. Ich beginne mit dem ersten Thema in diesem Video, mit dem EER-Diagramm, dem Entity Relationship Diagramm. Und Zielgruppe dieses Videos ist im Wesentlichen Fachinformatiker 11. und 12. Klasse. Gut. Wenn wir über Datenbanken sprechen, sprechen wir eigentlich über Daten, weil genau das wollen wir in Datenbanken abbilden und Daten können in beliebiger Form in der Realität auftreten. Also wir finden Daten für Dinge, wir finden Daten für Personen, dann für Adressen beispielsweise oder auch Dokumente. Alles das können Daten erzeugen oder diese Elemente können Daten erzeugen und diese Informationen wollen wir in einer Datenbank ablegen. Nun, wenn wir das tun, müssen wir uns erstmal ein paar Gedanken machen. Im Wesentlichen geht es darum, dass wir feststellen können, dass Entitäten, also die Elemente, die wir in der Realität finden und als Datenkonstrukt ablegen wollen, Eigenschaften haben. Beim Auto wäre das Leistung, Kennzeichen, Farbe, Hersteller und so weiter. Bei Personen könnten wir das Geburtsdatum nehmen, den Namen natürlich, Beruf und so weiter. Alles das sind Eigenschaften, die wir in einem Datenmodell später in irgendeiner Form wiederfinden wollen, weil wir sie dann ganz am Ende natürlich in einer Tabelle ablegen möchten. Nun, dann können wir bei den einzelnen Elementen und den Entitäten auch feststellen, dass sie Beziehungen zueinander haben. Ein Fahrzeug zum Beispiel und eine Person stehen in einer Beziehung zusammen, wenn beispielsweise die Person ein Eigentümer oder eine Eigentümerin in dem Fall des Fahrzeugs ist. Insofern können wir hier Beziehungen haben und auch das wollen wir irgendwie mal in den Datenmodellen wiederfinden. Um die Begrifflichkeiten auseinanderhalten zu können, legen wir die Entitäten in sogenannten Entitätstypen ab. Die Beziehungen wiederum in Beziehungstypen und die Eigenschaften würden wir als Attribute bezeichnen. Wenn wir das Ganze jetzt konzeptionell in irgendeiner Form dokumentieren wollen, dann würden wir das beispielsweise mit einem sogenannten EER-Diagramm realisieren. Das ist hier noch nicht ganz vollständig, aber die wesentlichen Elemente finden wir schon. Zum einen den Entitätstyp, das ist das Wichtigste, das sind diese Rechtecke, in denen drin steht, was wir später ablegen wollen. Die würden dann später als Tabelle auf der Datenbank wiederzufinden sein. Dann haben wir zwischen den Entitätstypen die Beziehungen. Das sind solche Linien mit so einer Raute. Das ist noch nicht ganz vollständig, aber über die Beschriftung werden wir gleich nochmal sprechen. Und außen dran hängen die Attribute in diesen ovalen Diagrammelementen. Primärschlüssel würden wir unterstreichen. Und ja, mehr gibt es an der Stelle erstmal nicht zu sagen, außer dass die Attribute oftmals auch weggelassen werden, weil man eigentlich sich nur um die Tabellen dann später kümmern möchte und die Attribute dann in einem anderen, in einer anderen Struktur, in einem Datenmodell dann abbilden möchte. Zu den Attributen gibt es auch noch eine Besonderheit, die sogenannten mehrwertigen Attribute. Beispielsweise, wenn ich jetzt bei einer Person mehrere Telefonnummern hinterlegen möchte, dann kann ich das so modellieren. Aber wie gesagt, Attribute findet man eher seltener. Wie gesagt, das Ganze wird dann später in Tabellen münden und die habe ich jetzt hier mal kurz skizziert. Die Tabelle ist das eigentliche Element, also dieses Fahrzeug und Person, das sind die Tabellen und in den Tabellen finden wir dann entsprechend Spalten und die Spalten wären das, was wir dann vorher in dem EER-Diagramm als Attribute formuliert haben. Die Daten der einzelnen Entitäten finden wir dann als Datensatz oder auch Tupel genannt in den Tabellen. Das heißt, hier an der Stelle wäre jetzt das blaue Fahrzeug mit dem Kennzeichen BBS7, würde dann als Datensatz in der Tabelle landen. Die Besitzerin, die Lisa Müller, dann in der Personentabelle. Und so könnten wir dann auch weitere Einträge, weitere Datensätze reinpacken. Streng genommen beliebig viele, was halt eben das Datenbankmanagementsystem allen Support hergibt, beziehungsweise was wir an Plattenplatz zur Verfügung haben und performancetechnisch natürlich noch verarbeiten können.
Jetzt gibt es noch eine Sache, die wir uns etwas genauer anschauen müssen, und zwar die Beziehung. Und zwar, wenn ich jetzt einfach ein Auto und eine Person nebeneinander zeichne, gibt es mehrere Formen der Beziehung. Gucken wir uns mal ein, zwei Beziehungen an. Wenn wir uns das mal so vorstellen, dass die Person die Eigentümerin des Fahrzeugs ist, also quasi im Fahrzeugbrief stehen würde, dann ist es so, dass diese Person ja nicht nur ein Fahrzeug besitzen kann, sondern sie könnte zum Beispiel zwei oder noch mehrere Fahrzeuge besitzen. Und genau das wollen wir in der Beziehung auch in irgendeiner Form abbilden. So haben wir beispielsweise die Situation, dass eine Person mehrere Fahrzeuge besitzen kann. Das würden wir hier mit einem N symbolisieren. Ein Fahrzeug wird allerdings immer nur von einer Person in Besitz sein oder besessen sein und dementsprechend würden wir hier die 1 hinzeichnen. Wir hätten hier eine sogenannte 1 zu N Beziehung zwischen der Person und dem Fahrzeug. In der Tabelle würde das dann wiederum so aussehen, dass wir hier einzelnen Daten hier ablegen müssen. Jetzt haben wir hier allerdings ein kleines Problem. Und zwar haben wir hier den, ich sage immer, den größten Feind des Datenmodellierers und das ist die sogenannte Redundanz. Wir haben hier die Zuordnung des Geburtsdatums zur Person Lisa Müller zweimal. Und immer wenn wir solche Situationen haben, haben wir datenmodellierungstechnisch einen Fehler gemacht. Redundanzen sind absolut zu vermeiden. In dem Fall wollen wir es so realisieren, dass die Lisa Müller nur einmal in der Personentabelle auftaucht. Das würden wir so realisieren, dass wir in der Personentabelle ein eindeutiges Merkmal identifizieren, das die einzelnen Datensätze eindeutig macht. Ich habe jetzt hier mal mangels Alternativen den Namen verwendet. In der Praxis würde man hier irgendwelche technischen Schlüssel verwenden, aber für dieses Beispiel soll es jetzt mal ausreichend sein. Und dieses eindeutige Merkmal verfrachten wir dann in die Fahrzeugtabelle. Und somit kann die Lisa Müller Besitzerin von zwei Fahrzeugen sein und trotzdem haben wir die Zuordnung Lisa Müller zum Geburtsdatum in der Personentabelle nur einmal. Und somit haben wir die Redundanzen entfernt. Und genau das zeigt uns diese 1 zu n Beziehung oben an. Eine Person kann mehrere Fahrzeuge besitzen, weil in jedem Fahrzeugdatensatz der Name des Besitzers oder der Besitzerin eben drinsteht. Diese Mengenbezeichnung zwischen den einzelnen Entitätstypen nennen wir auch die Kardinalität. Die Kardinalität gilt es immer sauber zu bestimmen, weil wenn wir dann in einem späteren Video uns die Abbildungsregeln ansehen, wird das eben auch maßgeblich für die Konstruktion der einzelnen Tabellen sein. Sehen wir uns mal einen anderen Fall an. Stellen wir uns vor, Herr und Frau Müller wollen beide mit zwei Autos fahren. Also die haben im Haushalt zwei Autos und wollen bei ihrer Kfz-Versicherung beide Personen in die Versicherungspolice mit reinnehmen, sodass der Karl Müller und die Lisa Müller jeweils beide Autos fahren dürfen und das von der Versicherung abgedeckt ist. So, das bedeutet jetzt aber, dass wir nicht mehr eine 1 zu n Beziehung haben. Weil eine Person darf mehrere Fahrzeuge fahren, also die Frau Müller darf beide Fahrzeuge fahren. Es ist aber auch so, dass ein Fahrzeug von mehreren Personen gefahren werden darf. Das heißt, der VW Käfer darf sowohl von der Frau als auch von dem Herrn Müller gefahren werden. An der Stelle haben wir jetzt eine sogenannte N zu M Beziehung. So, und jetzt brauchen wir irgendeine Möglichkeit, diese Beziehung sauber darzustellen, weil wir haben jetzt hier zweimal die Situation gehabt, dass wir auf der einen Seite die Person hatten, auf der anderen Seite das Fahrzeug. Einmal hatten wir eine 1 zu n Beziehung im Falle des Besitzes und hier haben wir jetzt eine n zu n Beziehung im Falle des Fahrendürfens. Und um das klar zu machen, schreiben wir hier in diese Raute einen Begriff hinein, der die Bestimmung der Kardinalität ermöglicht. In dem Fall darf fahren. Also
Eine Person darf mehrere Fahrzeuge fahren und ein Fahrzeug darf von mehreren Personen gefahren werden. Das heißt, um die Kardinalität sauber zu bestimmen, brauchen wir in dieser Raute einen sauberen Begriff, der uns ermöglicht, zwei Fragen zu stellen. Meistens ist es eine Aktivfrage. Die Person darf Fahrzeuge fahren. Danach können wir meistens eine Passivfrage stellen. Das Fahrzeug wird gefahren. Insofern haben wir hier die Möglichkeit, eben die Kardinalität eben sauber zu bestimmen. Diese Übung ist wichtig. Ich rate jedem, das mit ein, zwei Tests oder Beispiel-ER-Diagramm mal einzutrainieren, weil wenn wir das drauf haben, dann wird es später in der Abschlussprüfung oder in irgendwelchen Tests eben jedem auch sehr leicht von der Hand gehen. So, damit haben wir jetzt schon mal die beiden wichtigsten Kardinalitäten abgedeckt. Und jetzt gibt es noch eine dritte. Stellen wir uns vor, wir haben einen Personalausweis und eine Person. Und eine Person besitzt einen Personalausweis und ein Personalausweis wird von einer Person besessen. Das heißt, wir haben hier eine 1:1-Beziehung. Das heißt, es gibt nur einen Personalausweis und der gehört zu exakt einer Person. Eine Person kann natürlich nur einen Personalausweis besitzen. Ja, damit haben wir die drei wichtigsten oder die drei Kardinalitäten, die wir bei dem ER-Diagramm kennen, mal aufgezeigt. Das wäre zum einen die 1:1-Beziehung. Dann hatten wir die 1:n-Beziehung. Hier steht zwar n zu 1, aber üblicherweise sagt man immer 1:n. Und die n:m-Beziehung. Das sind die wichtigsten oder das sind die Kardinalitäten, die wir beim ER-Diagramm kennen. Dieses ER-Diagramm heißt oft auch ER-Diagramm nach Chen-Notation, weil der Kollege das als allererstes mal so definiert hat. Dann nochmal zur Rekapitulation. Also das Entity-Relationship-Diagramm beinhaltet ein Entitätstyp, das sind diese Rechtecke, die dann später zu den Tabellen werden. Dann haben wir die Beziehungstypen, die uns die Kardinalitäten wiederum widerspiegeln. Beziehungstyp ist, welche Tabelle ist mit welcher anderen Tabelle oder welcher Entitätstyp ist mit welchem Entitätstyp verbunden und was ist es für eine Art der Verbindung. Die Kardinalitäten besagen dann, wie oft ein Element des einen Entitätstyps mit wie vielen Elementen des anderen Entitätstyps in Verbindung stehen. So, und dann am Schluss haben wir noch die Attribute, die habe ich jetzt hier nicht hingezeichnet, die sind auch optional. Man sieht oftmals ER-Diagramme, ohne dass die einzelnen Attribute eben dargestellt werden. Der Grund ist ganz einfach der, es wird sehr schnell sehr unübersichtlich und die Attribute fügt man in den Designprozess eher etwas später ein, wenn wir das eigentliche Datenmodell realisieren. Als nächstes wollen wir uns mit so ein paar Herausforderungen beschäftigen, denen wir gegenüberstehen, wenn wir ER-Diagramme realisieren wollen. Wir haben vorher uns ja dieses Beispiel der 1:1-Beziehung Person und Personalausweis angeguckt. Jetzt gibt es aber eine Komponente, die uns an der Stelle immer wieder Probleme macht. Gehen wir mal davon aus, dass wir an der Stelle die Historie der bis jetzt besessenen Personalausweise angucken wollen. Das heißt, wir wollen in unserem Personalausweis das ausgestellt am Datum und das gültig bis Datum auch noch mit abbilden. Das heißt, historisch gesehen kann eine Person mehrere Personalausweise besitzen. Zu einem Zeitpunkt zwar immer nur einen, aber über mehrere Jahre hinweg wird er vielleicht mehrere haben oder gehabt haben. Und das verändert jetzt meine Kardinalität von einer 1:1-Beziehung zu einer 1:n-Beziehung. Das heißt, immer wenn wir ein Datenmodell designen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, ob wir historische Daten abbilden wollen oder nicht. Das heißt, wenn wir historische Daten abbilden wollen, haben wir hier an der Stelle jetzt keine 1:1, sondern eine 1:n-Beziehung. Also als groben Indikator, wenn die Zeit eine Rolle spielt, werden wir
öfters aus einer 1 zu n aus einer 1 zu 1 Beziehung eine 1 zu n Beziehung machen und aus einer 1 zu n eine n zu m Beziehung, wobei das nur eine grobe Indikation ist. Nachdenken muss man natürlich in der einzelnen Situation immer selbst. Eine weitere Herausforderung, die wir haben, ist das Thema Adresse. Gehen wir mal davon aus, wir haben zwei Personen und diese beiden Personen wohnen im gleichen Haus. Das heißt, wir haben hier eine Adresse, eine Tabelle für die Adressen und eine Tabelle für die Personen. Jetzt haben wir es so, dass wir streng genommen hier nur eine Adresse haben, dort wo dieses Haus steht. Sagen wir mal die Hauptstraße 1. Und diese Hauptstraße 1 Adresse wird jetzt von beiden Personen genutzt. Das heißt, wir haben hier die Adresse mit der ID 1 und diese ID wird sowohl von dem Hans Huber als auch von dem Peter Huber genutzt. So, im Datenmodell, also im ER-Diagramm, würde das Ganze jetzt so aussehen, dass wir hier eine 1 zu n Beziehung haben. Also eine Adresse kann von mehreren Personen gemeldet worden sein. Das kann man so machen. Hat jetzt allerdings ein kleines Problem. Gehen wir mal davon aus, der Peter Huber zieht um. Wir müssen jetzt zwei Sachen tun. Punkt 1, wir müssen die Adresstabelle um einen Datensatz erweitern. Und Punkt 2, wir müssen bei den Personen, und zwar beim Peter Huber, jetzt die 2 eintragen, damit wir hier festgelegt haben, dass der nicht mehr in der Hauptstraße 1 wohnt. So, das heißt, das ist eigentlich der Standardfall. Also das heißt, dass zwei Personen unter einer Adresse zu finden sind, ist eher ein Ausnahmefall. Eigentlich haben wir es immer so, dass wir für die Person die zugehörige Adresse immer 1 zu 1 finden. Nämlich genauso, wie wir es hier dargestellt haben. Die Tatsache, dass wir uns diesen einen Datensatz teilen können für diese Sondersituation, dass zwei Personen unter einer Adresse leben, das bringt uns jetzt bei der Änderung der Adresse eben mehr Aufwand, weil wir eben an zwei Stellen rumschrauben müssen. Punkt 1. Punkt 2, diese Daten initial zu befüllen, sodass wir diese Situation identifizieren, dass eben wie es im vorigen Bild der Fall war, der Hans und der Peter Huber unter einer Adresse wohnen, ist gar nicht so einfach, weil wir haben ja beispielsweise irgendein Webinterface, wo sich die Kunden anmelden und diesen Text Hauptstraße, der muss ja von beiden identisch eingegeben worden sein. Das heißt, mit der Abkürzung, ohne Abkürzung, der eine schreibt es mit scharfem S, der andere mit Doppel-S und das wiederum so abzugleichen, dass wir identifizieren können, dass wir diese Daten eben wiederverwenden können, sprich den Adressdatensatz, ist relativ umständlich. Auf der anderen Seite bringt uns es relativ wenig zu wissen, dass beide Personen unter einer Adresse wohnen. Die einzigen, die hier Interesse an sowas haben, wären Städte und Gemeinden, die, was weiß ich, für Müllgebühren beispielsweise eine Berechnungsgrundlage brauchen und da sehr wohl wissen müssen, wie viele Leute unter einer Adresse gemeldet sind. Aber für den 0815 Webshop ist es eher ja, unpraktisch. Insofern macht man es im Regelfall anders. Was wir meistens tun, ist, wir packen in der Adresstabelle eine ID der dort wohnenden Person. Und die Person hat jetzt wiederum eine ID, Primärschlüssel. Und damit können wir dann festlegen, dass die Adresse zur Person gehört. Das heißt, nicht die Person gehört zur Adresse, sondern die Adresse zur Person. Und das ist auch wirklich das, was wir instinktiv als sinnvoller erachten. Dadurch ändert sich jetzt das ER-Diagramm auch gezwungenermaßen, indem wir sagen, eine Person kann auch zwei Adressen haben. Und es ist auch gar nicht so selten, dass wir beispielsweise eine Rechnungsadresse und eine Lieferadresse angeben oder zwei Meldeadressen. Auch das ist möglich. Insofern haben wir mit dieser Situation eigentlich die notwendige Realität sehr viel besser abgebildet, als wenn wir jetzt die Adress-ID bei der Person hinterlegen. Die nächste Problemsituation, die wir ansprechen wollen, ist die Sache mit dem Produkt. Gehen wir mal davon aus, wir haben hier eine wunderschöne alte 2CV-Ente
Und die Person sagt, das Ding will ich haben. Es möchte dieses Fahrzeug kaufen. Wenn wir das Ganze jetzt in einem ER-Diagramm abbilden, dann hätten wir die Beziehung zwischen Produkt und Person durch Kaufen abgebildet. Also eine Person kann mehrere Produkte kaufen und ein Produkt kann nur von einer Person gekauft werden. Das liegt daran, dass wir hier dieses Fahrzeug jetzt in unserem Beispiel in der Datenbank mit dem Kennzeichen abbilden würden. Das heißt, wenn dieses Kennzeichen, das kann jetzt alternativ auch die Fahrgestellnummer sein, was auch immer, dann kann dieses Produkt von dem Händler auch nur einmal verkauft werden, weil wenn es verkauft wurde, ist es ja weg und kann somit nicht einem anderen Kunden zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, wenn wir hier das Kennzeichen als Attribut oder ein eindeutiges, bestimmtes, für dieses real existierende Produkt bestimmtes Kennzeichen in der Datenbank abbilden, dann können wir dieses Produkt logischerweise auch nur einmal in der Form verkaufen. Eine ganz andere Situation hätten wir bei solchen Massenprodukten wie jetzt beispielsweise so einer Bierflasche. Wir würden jetzt nicht jede Bierflasche in unserem Laden mit einer Seriennummer ausstatten und jede einzelne Flasche jetzt hier in der Datenbank halten, sondern viel eher würden wir in dem Datensatz für die Bierflasche sowas wie Anzahl auf Lager, ein Flag Anzahl auf Lager realisieren, sodass wir alle Bierflaschen mit einem Datensatz abdecken könnten. Das heißt, wenn wir eine Bierflasche verkaufen, würden wir lediglich den Zähler Anzahl auf Lager einfach um 1 reduzieren. Das bedeutet jetzt aber, dass wir jetzt keine 1 zu n Beziehung zwischen dem Produkt und der Person haben, sondern eine n zu m Beziehung. Wir können das Produkttyp Bierflasche mehrmals verkaufen. Ja? Also wir können an mehrere Personen Bierflaschen verkaufen und eine Person kann wiederum mehrere Bierflaschen kaufen. Also eine n zu m Beziehung. Das heißt, wir sehen hier eine unterschiedliche Interpretation des Entitätstyps Produkt. Einmal des Produkts, wo wir eine Seriennummer für das tatsächlich verkaufte Produkt als Attribut vorfinden und einmal, wo wir sowas wie Anzahl auf Lager als Attribut des Produktes wiederfinden. Und bei dem einen haben wir eine 1 zu n Beziehung, beim anderen eine n zu m Beziehung. Und wir müssen uns immer im Klaren sein, wie wir den Entitätstyp Produkt in unserem ER-Diagramm interpretieren, weil wir an der Stelle eben auch eine unterschiedliche Interpretation der Kardinalitäten dann wieder zur Folge haben. Deswegen bitte immer im Klaren sein, wenn sowas wie Produkt im ER-Diagramm steht, wie sehen wir dieses Produkt? Also man kann sich im Geiste immer fragen, wer wäre es für mein ER-Diagramm sinnvoll, Anzahl auf Lager zu modellieren oder eine Seriennummer? Und je nachdem, was wir haben, können wir dann hier an der Stelle auch sehr viel einfacher die Kardinalität bestimmen. Die letzte Problemstellung, die wir in diesem Video besprechen, ist das Thema der Kreisbeziehungen. Und zwar gehen wir mal von folgender Situation aus. Wir haben einen Kunden und der würde gerne ein Fahrzeug mieten. Dazu unterschreibt er einen Mietvertrag. Gut, es ist eine 1 zu n Beziehung, weil über die Zeit kann er natürlich mehrere Mietverträge unterschreiben. Und dieser Mietvertrag letztendlich mietet das Fahrzeug. Das Fahrzeug kann auch öfter vermietet werden über die Zeit, weil wir ja hier jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die Zeitkomponente eine Rolle spielt. Gut, jetzt ist es aber so, dass der Mieter, in dem Fall der Herr Müller, sich doch gegen die Mietung ausspricht und ein Storno gerne hätte. Und wir würden gerne dieses Storno auch auf der Datenbank abbilden. Also könnten wir jetzt auf die Idee kommen, zu sagen, der Kunde unterzeichnet ein Storno und dieses Storno storniert dann einen Mietvertrag. Zwischen Storno und Mietvertrag haben wir eine 1 zu 1 Beziehung. Das heißt, ein Storno storniert exakt einen Mietvertrag und ein Mietvertrag kann nur von einem Storno storniert werden. So, jetzt haben wir ja ein kleines Problem. Wenn wir davon ausgehen, dass nur derjenige den Storno unterschreiben darf, der auch den Mietvertrag unterschrieben hat, sind wir hier datenbanktechnisch redundant.
Wir erinnern uns an den größten Feind des Datenmodellierers, Redundanz. Und genau das hätten wir hier, weil wenn wir sagen, nur der Herr Müller kann den Storno unterschreiben und der Storno hängt 1:1 am Mietvertrag, dann ist es zwingend so, dass wenn der Mietvertrag von dem Herrn Müller unterschrieben wurde, er auch den Storno unterschrieben hat. Das heißt, streng genommen müssten wir hier auf die Beziehung zwischen Kunde und Storno verzichten. Ja, das heißt, hier würde jetzt das Datenmodell so aussehen, dass nur der Vertragsunterzeichner stornieren darf. Das heißt, die Unterschrift auf dem Vertrag und Storno muss immer die gleiche sein. Das heißt jetzt nicht, dass diese Kreisbeziehung, die wir vorhin gesehen haben, grundsätzlich falsch sein muss. Es gibt auch Situationen, wo es durchaus notwendig ist, so eine Beziehung einzubauen. Gucken wir uns das mal schnell an. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass der Herr Müller den Wagen für eine Geschäftsreise benötigt hat, jetzt aus irgendeinem Grund verhindert ist und sein Chef diesen Storno unterschreiben können muss. Das heißt, der Unterschreibende des Stornos darf ein anderer sein als der Unterschreibende des Mietvertrags. Wenn ich das abbilden möchte, dann kann ich es entsprechend so durchführen, wie hier gezeigt. Wichtig ist, dass man sich immer im Klaren ist, ob ich das brauche oder nicht. Vor allem diese 1:1 Beziehungen im Zusammenhang mit einer Kreisbeziehung sollte jeden zumindest mal dazu veranlassen, die einzelnen Beispiele durchzugehen und überlegen, ob das denn so korrekt ist oder nicht. Wie gesagt, es kann richtig sein, aber es muss nicht richtig sein. Also müssen wir das Ganze prüfen. Das heißt, hier in dem Fall haben wir jetzt die Situation, dass der Stornierende und der Vertragspartner unterschiedliche Personen sein dürfen, also brauchen wir diese Beziehung Kunde-Storno an der Stelle schon. Ja, so viel jetzt zu dem Thema ER-Diagramm. Ich werde, wie gesagt, das als neue Videoreihe aufsetzen. Momentan plane ich als nächstes Video die Abbildungsregeln und das Relationsschema mal zu realisieren. Danach kommen wir dann zur dritten Normalform. Und ja, insofern dranbleiben und bis zum nächsten Mal.